Weiter geht es, Ghosts, mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands Fallen Ghosts. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Alright, wir haben einiges vor. Wir wollen das Gebiet komplettieren und die Rebellenmission machen. Hier ist unsere erste Beute, eine Waffe. Und jede Menge Unidad-Soldaten sind hier. Bedeutet, wie immer, wir fangen an aufzuklären. Drohne fliegt. Ich sehe eine montierte Waffe. Oh yes, und schon geht's wieder los. Überall ploppen sie wieder auf. Zack, zack, zack. Okay, wir müssen da rein. Ich kenne das Gebiet noch aus dem Hauptspiel. Ich glaube, hier mussten wir ein U-Boot versenken. Kann das sein? Ich meine ja. Oh, darf ich nicht gegen diese Brücke fliegen? Auf den Boden. Da ist noch einer, noch einer. Wie sieht's hier aus? Sind das Typen? No. Waren hier oben nicht welche? Die Arschlöcher haben einen Mörser. Einen Mörser, aber keiner, der den bedient. Echt jetzt? Ja, sieht so aus. Komm, ein paar nehmen wir noch mit hier. Kommt, das ist auch einer hier. Ja, aber ein Gefangener. Das war ein Gefangener. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, Boing. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Es sind 10 Ziele. Ah, da sind sogar noch ein paar mehr, Nomad. Hundertprozentig. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay. Hier sollte noch irgendwo einer sein. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Machen wir es mal so. Na. Okay, Feindpositionen werden weitergeleitet. Perfekt. Legen wir los. Legen wir los. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Eins, zwei. Oh, 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 oh. Hab ich schon fast einen falschen Fehler gemacht. Tango am Boden. Okay, aufatmen. Alter, wo ist der denn? Ich habe zwei Sicarios. Da, beim Beobachtungsposten. Ey, da sind immer noch welche. Haben die nicht komplett aufgeklärt? Wofür sind die Rebellen eigentlich da, wenn man die für nichts gebrauchen kann? Was? Wo ist der denn? Im Felsen oder was? Verstehe ich nicht. Ist der irgendwo unterirdisch? Kann das sein? I don't know. Arsch geleckt. Ich gehe nochmal kurz ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle wegholen sollen. Ich meine, eigentlich müssen wir es ja nicht. Okay, Ziel markiert. Moment, such eine gute Nein, nicht du. Du. Sekunde, geh in Position. Tango getroffen. Die werden dich sehen, weg da. Kein Problem. Na komm her. Ach, jetzt läuft er weg.
Jetzt läuft er weg. Und rüber holen wir das Ding. Hier sieht schon mal sehr gut aus, der Weg. Yes. Ja, ich auch. Aber wie komme ich da hin? Achso, ich glaube, der Eingang war auf der anderen Seite. Hier hinten irgendwo. Ja, ja, hier war auf jeden Fall das U-Boot drin, was wir vernichten mussten. Passt gut zu meinen Stiefeln. Sieht geil aus. Ziehen wir uns mal rein. Ich drücke immer das Verkehrte. So. Ach, können wir gar nicht ändern. Oh, sieht ziemlich cool aus irgendwie, oder? Ich finde, das hat was. Einige schlechter, ne? Nehmen wir nicht mit. Aber sieht geil aus. Die sehen ein bisschen nervös aus. Gut. Ja, sollen die uns jagen? Wir wollen hier hin. Wie machen wir es am besten? Ach, wir verkrümeln uns einfach hier rum. Wir lassen die einfach da ein bisschen jagen. Verpisst uns hier rum. Wir sind sowas von raus. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich sag es dir. Jetzt brauchen wir nur noch ein Auto. Nehmen wir das. Raus. Ich sagte raus. Haltet die Waffen um. Die Menschen sind nervös genug. Und hier weiter. Ganz schön schlammige Straße. Ich konnte nicht bremsen. Es tut mir leid, Bro. Du bist so langsam. Wie viele Kacke-Laster hier rumfahren, oder? Das ist die Abkürzung. Den Vogel gehört, ey? Wahnsinn. Ich hab gedacht, der sitzt auf meinem Ohr. Gut. Das wird, glaube ich, ein einfaches. Feind markiert. Ich sehe noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Markiere Feind. Mit dem sind's fünf. Ja, das ist natürlich easy going hier. Ich gehe in Position. Eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Gib Zeichen. Moment. Ihr habt alles. Ich auch. Feuer. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Achtung, der Hombre hat den Tank gefallen. Shit, sie haben eine Leiche gefunden. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Hab ich ihn nicht getroffen? Echt nicht? Ich sehe den nicht. Der hockt wahrscheinlich irgendwo hinter. So, nimm das, du Freak. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Deswegen nimm es mit. Klasse A Uniform passt. Deswegen nehmen wir es auch mit. Moment mal, Fertigkeiten. Können wir nichts mitnehmen. Hier, Karte ist so richtig. Und weiter hierhin. Und dann machen wir hier diese Rebellenmission. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir nehmen den Hubschrauber. Mit dem Hubi sind wir mal gut unterwegs. Ich liebe dieses Gebiet. Ich finde das so geil mit diesem Dschungel. Die Vögel im Hintergrund. Einfach nur nice.
Komm, Nomad, zieh durch. Wir haben es gleich. Moin, Jungs. Loot? Kein Loot. Heli? Wow, ey, der ist aber gut getarnt. Fett dran vorbeigedüst. Ich fliege. Kein Ding. Wie immer. Ich liebe die neue Hubschraubersteuerung. Einfach geil. Runter, 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 runter. Kann doch gar nicht sein. Versuche ich jetzt hier mal ganz dicht über die Bäume zu fliegen. Einfach mal hier landen jetzt. Landen, 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 Nomad, landen. Setze Drohne ein. Sicarius, was ein seltenes Bild. Ich sehe einen Hauptmann. Geh in Position. Das Gute ist, hier gibt's Loot. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziele fast. Bin bereit. Hab das Ziel verloren. Roger, Ziel markiert. So, wie sieht's aus? Nummer 1. Ach, echt jetzt? Der ganze Spuk wäre schon vorbei gewesen. Ach so, der ist im Gebäude. Kann das sein? Natürlich. Bin schussbereit. Ich gehe in Position. Kann loslegen. Bestätigt. Ey, wieso treffe ich den nicht? Scheiße, das hat ihn aufgeschreckt. Das gibt's doch nicht. Ach so, der war hinter diesem Hügel. Stirb! Diese Seite ist sauber. Treten wir die Tür ein, hä? Doch nicht. Die Tür ist schon auf. Der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. So, hier gibt's aber Loot. Ich kann die Tür aber nicht eintreten. Es gibt Feindaktivität. War da ein Durchgang? Ach, hier. Dann nehmen wir den Scheiß auch mit. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Geil. Richtig viel Nachschub. So muss das laufen. Yes, 1700. Wir haben Gesellschaft. Bleib wachsam. Gut. Hier ist die nächste Truppe. Ich sehe ein wichtiges Ziel. Hab noch einen. Macht fünf. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Hab ihn. Na also. Geht doch. Mein Aim funktioniert doch. Wo ist der denn? Da. Guten Morgen.
jetzt okay sein. Wo war denn der andere Spot, wo wir hin müssen? Ach so, das ist ja hier drüben. Shit, wir mit dem Heli nehmen können, oder? Gehen wir zur Straße und fahren mit dem Fahrzeug rüber, oder? Ja, ich denke, das macht Sinn. Die Straße ist ja direkt hier vorn. Und ein bisschen Munition können wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht. Hier dieses Fallen Ghost DLC gefällt mir besser wie das Hauptspiel. Ganz ehrlich. Also ich bin ein riesiger Fan. Raus aus der Karre. Waffen runter, wir wollen hier niemanden erschrecken. Na, dann hier hin. Anschnallen, Leute. Vielleicht sollte ich sie auch mal einsteigen lassen. Ich weiß nicht, ist das mit dem Fahrzeug von Turm zu Turm fahren oder ist das einfach nur hier so einen Sender starten und den dann verteidigen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Helos, Ext und Heros halten diesen Funkturm. Das müssen wir ändern. Ist das ein Gegner? Warum wird der mir nicht angezeigt? Na dann, gute Nacht. Verdammt für eine Scheiße. Hat er gar nichts mitgekriegt. Nun gut, hier sollte aber noch einer sein. Nehmen wir den, ne? Da ist noch ein Tango. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Feuer frei, erledigt. Feuer! Echt jetzt? Das waren doch Elite-Scharfschützen, ne? Und die haben nicht mitbekommen, dass ich komme. Knaller. Absoluter Knaller. Ja, was soll ich sagen? Jetzt starten wir mal die Sendung. Da bin ich gespannt, was wir machen müssen. Fuck, greife an. Und jetzt? Alles klar, für den Moment sah es ziemlich eng aus. Dass ich hier immer gestört werden muss. Ja, wo sah das denn eng aus? Klettern. Ach, hier. Na, Freunde, ich wollte hier die Sendung starten. Aber ich muss doch hier die Sendung starten. Zeit, sie ein bisschen aufzuscheuchen. Hey Arschlöcher, Schluss mit Eierschaukeln. Sagt mal, was ihr drauf habt, falls ihr euch traut. Ach echt jetzt, Scheiße. Eure Zeit ist abgelaufen. Oh fuck you. Oder sterbt. 3 Minuten, ey. Nee, daneben. Zack. Wie jetzt? Alter, leck die Kuh. Ich muss da vom Turm runter. Das ist ja die absolute Katastrophe. Da oben kannst du doch nicht richtig verteidigen. Da bist du ja wie auf dem Präsentierteller. Kommt, Jungs. Was machen die denn da unten? Ihr sollt mich hier wiederbeleben. Das sieht ganz mies aus, Freunde. Hauptsache Nomad labert noch ein bisschen rum. Meine Jungs, sie fallen. Das wird nichts, Freunde. Ich glaube, wir müssen das doch mal ausprobieren. Und dann so schnell wie möglich vom Turm runter. Das wird nichts. Echt jetzt? Halte durch, ich bin auf dem Weg. Ey, geil, hat doch irgendwie noch funktioniert. So, jetzt hier runter. Runter, 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 runter. Oh, fuck you. Eure Zeit ist abgelaufen. Ergebt euch oder sterbt. Wo ist der Scharfschütze? Da oben. Du kleiner Affe. Weg ist er. Ach du Scheiße.
Oh, fuck you! Alter Leck. Wow. Reißen die mir den Arsch auf. Ich war darauf gar nicht vorbereitet. Guckt mal bitte auf die Minimap. Was zur Hölle ist da los? Das Ding leuchtet nur noch lila. Lebt einer noch von mir? Jo, einer lebt noch. Ja, komm doch mal und hol mich. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit. Bist du noch mal? Ja, das war eine ganz miese Ausgangsstellung hier. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Eine ganz miese Ausgangsstellung. Boah, Freunde, wie soll man... Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, Freunde. Ey, ganz ernsthaft. Ich breche das jetzt hier ab. Ich habe jetzt eine halbe Stunde versucht, das Ding hier einzunehmen. Irre. Absolute Irrsinnsfahrt. Habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich. Ich muss mich abreagieren. Wir gehen jetzt hier hin und holen uns das HTI-Ding. Also... Boah. Da kriegst du Krebs. Da kriegst du echt Krebs. Und ich kann jetzt hier gar nicht vorbeilaufen. Deswegen, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie lange die Folge jetzt hier wird. Geh in Position. Ach Gottchen. Einfach aus dem folgenden Grund. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich rausschneiden muss. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ich habe total den Überblick verloren. Bereit für den Angriff. Ich habe alles probiert. Ich hab's mit Minen probiert. Ich hab's mit MGs probiert. Ich hab es mit Scharfschützengewehren probiert. Alles. Könnt ihr vergessen. Die überrenne ich einfach. Ich hab die Schnauze voll. Also wer eine Herausforderung will, der sollte das probieren. Wir machen das. Ich werde das machen, aber nicht mehr heute. In jedem Gebiet ist so ein Scheißturm, ne? Alter, leck die Kuh. Ja, dann will ich gar nicht wissen, was hier diese andere Mission ist mit diesem VIP. Feinde, passt auf. Na toll, jetzt kann ich die so einsammeln hier, die Waffe. Na geil. Moin! Hier ist eine Waffenkiste. Wow, 4700. Geil, das kann ich gebrauchen. Waffe checken. Nein, so. Der Schaden und die Durchdringung ist natürlich der absolute Knaller. Wie sieht das Ding aus? Ja, geil. Eventuell könnte man es damit nochmal probieren. Und die Fahrzeuge direkt weghämmern. Ich weiß nicht, ob die sofort explodieren, wenn man mit dem HTI-Gewehr da drauf schießt. Probieren wir aus, Freunde. Aber nicht, wie gesagt, nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Ich habe die Faxen so voll. Was haben wir denn hier? Unterstützungsaufwertung verringert die Wartezeit. Kommunikationsbasis betreten. Hm, sollen wir das mal probieren? Gehen wir hier mit der Schnellreise hin. Die Söldner verwenden die Antenne als Horchposten, um die Funkmeldungen der Rebellen abzufangen. Ziehen wir den Stecker. Das System ist mit einem Computer verbunden. Deaktivieren Sie ihn, ohne die Firewall auszulösen. Okay, was soll ich machen? Keine Ahnung, aber machen wir diesen Nebeneinsatz.
Gehen wir einfach mal hin. Irgendwas uploaden. Was ist denn der nächste? 260? Na, ah, die hier drüben. Setze Drohne ein. Ach du Scheiße, was ist jetzt hier los, ey? Ich gehe in Position für die Schusslinie. Ziel erfasst. Hab das Ziel bereit. Noch ein dritter. Den kann man natürlich nicht. Ich brauche eine bessere Position. Aktivieren. Auf dein Zeichen, Boss. Ein Drecksack weniger. So, die sind schon mal weg. Was hier hinten? Ach, da sollen wir hacken. Das sollen wir hacken. Runter, bevor sie dich sehen. Ja, mach doch mal halblang. Gute Nacht. Drohne. Hab noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Okay. Ziel markiert. Ich wäre soweit. Danke. Abschuss bestätigt. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Markiere Gegner. Steht da mit Einheimischen. Okay. Das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind keine, ne? Dann holen wir die hier weg. 9 Sekunden noch. Na komm schon. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Okay, ich aber noch nicht. Wo ist er? Eröffne Feuer. Hab ihn. Locker bleiben. Alles ist gut. Der Tango weiß, dass was faul ist. Es bleibt nicht viel Zeit, bevor die das System sperren. Beeilen Sie sich. Na komm schon! Mann! Ah, fuck you all, you little asses. Ach, da ist doch einer drin. Muss ich jetzt alle in 3 Minuten machen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, fuck you. Nimm das. Wir müssen uns beeilen. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Hier rum. Hier rein. Danke. Hacken. Lass die Finger fliegen. Der Loot, den nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. Und den auch. Danke. Und hier rüber. Ah, das schaffen wir. Freunde, das schaffen wir. Sonst sind wir kein Ghost. Nur ruhig bleiben. Wo denn? Granate, los, los, los! Ach, fuck you. Ich hacke. Granate, weg! Ich hab keine Zeit. Ich muss hacken. Ich kann nicht weg. Bin raus. Jetzt in diese Richtung. In diese Richtung.
Wir schwimmen am Kanal lang. Sofort weg da! Granate, los, los, los! Oh Gott, jetzt angeln die auch noch. Echt, jetzt schwimmen wir hier raus? Wir sind halt Kampfschwimmer. So muss das sein. Oh, geil, ey. Richtig geil. Man kann auch mit Chaos hier vorwärts kommen, wie man sieht. Ah, wir müssen wirklich ein bisschen Gas machen. Danke. 46 Sekunden, das dürfen wir packen, oder? Komm, Nomad, zieh, Junge. Jetzt komme ich hier nicht raus. Nomad. Dann nehmen wir den. Dann haben wir es. Just in time, Freunde. Socrates hier, Nomad. Antenne abgeschaltet. Noch eine weniger. Ja, so muss das sein. Gut, Karte. Sehen wir uns natürlich noch den Fertigkeitspunkt mit und dann sind wir hier wirklich raus. Dann ist die Folge beendet. Mann, ey. Das war eine Chaos-Folge. Ich meine, ich habe ja die gesamten Tode an dem Turm da rausgeschnitten. Ich kann euch sagen, das ist nicht von schlechten Eltern. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Wie viele sind denn jetzt hier noch? Ich will auch nur den Fertigkeitspunkt. Verstanden. Unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Alles klar. Geh in Position. Ziel markiert. Das macht 5. Gib Zeichen. Geh in Position. Dann holen wir halt die. Bereit, auf deinen Befehl. Das Ziel ist weg. Der Kerl ist hin. Oh nein, da war er. Ey, heute ist aber auch absolute Katastrophe, oder? Da wurde er im letzten Moment wieder demarkiert. Na dann, halt mit Action Jackson. Holen wir uns das Ding. Hier rum, hier rein. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. So, und tschüss, ihr Penner. Ja, Kruzifix, Freunde, wir haben's. Ich mach 3 Kreuze, dass diese Folge endlich vorbei ist. Sauber. Wahnsinn. Alles Paletti? Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie lang die Folge ist, wie gesagt. Ich bin selbst gespannt, wenn ich hier die Sachen alle rausschneide. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. In der nächsten Folge komplettieren wir das Gebiet natürlich weiter. Und dann werden wir nochmal den Turm angehen. Toi, toi, toi. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.